Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Burago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei The Games of Drivers und haben unsere erste richtige Mission. Und als erstes müssen wir mal sehen, dass wir hier ein bisschen was an Nahrung hinbekommen, beziehungsweise an Rohstoffe. Genau. Weil damit wird es nämlich dann früher oder später knapp werden. Oh, Pilze. Ja, machen wir mal Zitronenbäumchen, weil davon haben wir genug Kohle. Listen. Königvater hat mir gesagt, dass der Mulga vom Flüdy-Clan ein legendärer Krieger der vergangenen Tage war. So. Anscheinend wird der Clan seinen Namen nach dem Mulga, das Meer gespalten hatte. Mulga, da war das nicht Moses, aber naja. Ja, wie auch immer. Aber seine Ausrüstung bleibt trotzdem interessant. Ja, wir wissen es langsam. So, wir müssen mal schauen, wo können wir hier anfangen. Okay. Wir müssen uns einmal grobe Grund orientieren. Ja, machen wir mal Folgendes. Ziehen wir hier kurz rüber. Mal gucken, was wir da in diesen ersten Fragezeichen finden. Wir sollten auf alle Fälle noch ein paar Jungzwerge holen. Schaden kann es nicht, wenn wir da schon ein paar vor Ort haben. Ja, schon kacke. Obwohl, nehmen wir den. Immer den rücken, den nach da, rücken den nach dort. Aber ein bisschen jetzt Bäumchen und denke mal, das sollte ausreichen, wenn wir Nahrung zusammenkriegen. So, hier haben wir unseren Thronsaal. Dekotechnisch sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen was machen. Kann ja nicht schaden, das soll ja auch hübsch aussehen hier. Fußböen. Okay, dann nehmen wir diesmal diesen hier. So, da haben wir schon mal die Fußboden gemacht. Ja, okay, wenn Zwerge, sollte es ruhig ein bisschen rustikal aussehen hier. So, Deko kommt natürlich auch. Dann machen wir ein paar lustige Bildchen an die Wand. So. Da haben wir auch dekotechnisch als Aufwandfälle was gemacht. Damit freuen die sich. Wir können ja mal gucken. King's Quest. Besiege 5 Feinde, aktiviere 15 Tafeln, baue 4 Steinstatuen. So. Jungzwerg ist schon einer da. So, mein Freund. Du machst ja erstmal einen auf Handwerker. Betten, ne? Da haben wir 4 Stück da. Oh. Können wir auch mal in die Richtung buddeln. Oh, was haben wir denn da? Wissenstafel enthält Informationen. Eigentlich klar. Ein Glück haben wir einen Soldaten hier. Der König kämpft ja sogar mit. Genau, eine Wissenstafel. Bloß wie aktiviere ich die? Oder ist sie schon aktiviert? Nein. Okay, machst du das jetzt? Wird langsam schwierig, geistreiche Kommentare zu schreiben. Verlasse dieses Gebiet endlich. Oh, du bist aber einer. Meine Güte, na gut. Eine Tafelakt gefunden. Können wir eigentlich die Tafeln auch bewegen? Jo, wir können da einfach hier ranpappen. Hä, auch nicht schlecht. Klauen wir uns hier die Deko und machen die hier daran ran. Eigentlich klar. Noch eine Tafel wahrscheinlich gefunden. So.
Das Bildchen nehmen wir mal auch mit, das hängen wir einfach mal da an die Wand. Und der sagt, da sollen wir graben. Ja, werden wir das auch tun nachher gleich. Aber erst dekorieren wir mal hier schön unser Labor, würde ich sagen. Fein. So, eine neue Tafel, die werden wir da natürlich... Oh, da geht ist eine Leiter. Geht die rauf oder runter? Ah, ne. Die ist nur Deko. Ah, nein. Hier Interaktion. Da soll man interagieren. Jungzwerge haben wir auch noch einen da. Den schnappen wir uns. Machen wir mal Militär. Hat sich ja gezeigt, dass da nicht schaden kann. Wo ist dieses verdammte Ding? Mein Zwerg die ganze Zeit beim Graben und Armen zu sehen, ist wahrscheinlich keine Zuckerschlecken. Hm, gibt's schon noch was Essbares? Ich habe Hunger. Eine Tafel. Vielleicht kann ich sie den Weg zum Schatz weisen. Hier steht, der Weg ist noch weit weg. Weitermachen. Super, das hätte ich auch so gewusst. Okay. Dann haben wir hier drüben... Wo ist das für unsere Ebene? Ja, scheint so. Ja, das ist unsere Ebene. Da buddeln wir einfach mal hier frech hier nach draußen, da rein. Mal gucken, was wir hier drüben dann finden. Wie viele Handwerkzeuge haben wir denn hier? Ja, da können wir rühren. Ein hier noch was. Da kann einer ein bisschen damit mehr mit ernten. Da haben wir dann schneller ein bisschen die nötigen Infos. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, graben wir doch hier gleich mal weiter. Im schlimmsten Fall aktivieren wir irgendwelche Supermonster, die uns alle umbringen. Aber naja, das Risiko müssen wir eingehen. Ein Wissenschaftspunkt, da gucken wir doch gleich mal rein. Wissenschaft ist super. Und natürlich sagen wir schneller forschen. Oh, was haben wir? Ein Kochpot. Ach du Scheiße, ein Gartenzwerg. Cool, da war ein Gartenzwerg. Wir haben ein Gartenzwerg gefunden. Gnomenfeuerstelle. Objekt wurde nicht von Zwergen erbaut. Oh, Blink hat schon wieder gemacht. Bestimmt hat er jetzt hier wieder das gefunden. Oh, oh, noch mehr Gartenzwerge. Oh, 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 oh. Macht euch mal auf ins Gefecht. Sogenannte Kampfzwerge sozusagen. Dann haut ihr mal auf die Nase. Ja, die sind bloß Level 2 hier. Cool, Gartenzwerg. Ach ne, Gnome haben wir ja gelernt. Die erinnern mich aber eher wie an Gartenzwerge. Okay, blocken. Okay, der König kämpft sehr aktiv mit. Hier sind auch noch Fragezeichen. Wie kommen wir an die daran? Okay, ich würde sagen, hier muss einfach ein Block weg. Machen wir das. Mal sehen, was du jetzt da findest. Bin jetzt schon gespannt. Wie heißt du? Durga? Du machst das schon. So, und... Wieder eine Tafel gefunden. Und hier sind Spinnen. Okay, da müssen wir erstmal hier leitertechnisch nach unten kommen. Okay, in eins nach unten gehen. Wir müssen ja Leitern setzen. Achso, man sollte Leitern auch aktivieren, wenn man sie setzen möchte. So, jetzt kommen die Spinnen nämlich nach oben, das natürlich wahnsinnig clever ist, aber unsere Soldaten sind schon im Angriff. Hoffe ich doch wenigstens. Hallo, Soldat. Ah, da kommen sie. Ah, die greifen unseren Stein hier an. Der König hat die erste jetzt schon zerlegt. Wie viel haben wir denn? Wir haben schon 6 Feinde zerlegt. 15 brauchen. Da hat die doch... Ne. Ach du Scheiße, die hat unseren Dingsstein kaputt gemacht. Müssen wir ganz schnell jetzt einen neuen Pflanzstein hinsetzen. Genau, so einen hier. Oh. Wir sollten ein bisschen umarrangieren, wahrscheinlich.
Obwohl, da war da nichts drunter, mit dem wir ernten können eigentlich. So, der baut das Ding wieder und aktivieren wir auch gleich mal. Cool, der macht hier Pause. Auf dieser Tafel steht, dachtet ihr, ihr findet den Schatz, indem ihr einfach gerade nach unten grabt? Dachtet ihr wirklich, so einfach wäre es? Ne. Wo sitzen eigentlich Murak drauf? Oh, da sitzt wie auf dem Honigtopf. Auch nicht schlecht. Okay. Ich denke mal, unser Schlafraum wird langsam ein bisschen knapp. Den sollten wir auf alle Fälle ein bisschen erweitern. Dann, ich würde sagen, machen wir mal Folgendes. Erweitern wir das mal in diese Richtung hier. Ja, das sollte reichen. Außer kriegen wir da ein bisschen Rohstoffe, hoffe ich mal. Haben wir auf der Ebene noch irgendwo Fragezeichen? Nein, alle anderen sind jetzt tiefer. So, und dann gehen wir wahrscheinlich erstmal, spaßeshalber, hier nach unten, würde ich sagen. So. Ah, das ist doof. Hier müssen wir hin. Da buddel ich hier das mal tiefer, dann hängen wir an der Leiter ran und dann schauen wir, was wir da unten haben. Okay, der hat unsere Trainingspuppe schon wieder zerlegt. Mal gucken. Ja, hier kannst du einen erneuern. Da kann man ein bisschen trainieren. So, ihr seid auch fleißig. Da können wir nämlich gleich hier weitermachen. Da bauen wir ein paar Betten. Weil die sehen sowieso schon alle so müde und schläfrig aus. So, einmal Bett da, einmal Bett dort. Einmal Bett hier, einmal Bett da. Und Licht. Licht ist auch toll, weil bei Licht schlafe ich persönlich immer am besten. Nein, Quatsch. Aber hier braucht man doch ein bisschen Licht. Okay. Haben wir das Bett geklont. So, jetzt haben wir 4 neue Betten. So. Mal gucken, ob unser Zwerg hier schon tief gegraben. Nein, da ist noch kein Zwerg angekommen zum Buddeln. Denke mal, wird dann aber auch bald passieren. Hoffe ich jedenfalls, dass es bald passieren wird. So. Ah ja, hier hat er ja uns erst eine Pflanze zerlegt. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal ersetzen. Eigentlich ist es egal, was man hier pflanzt, weil es liefert alles eh nur 1 Nahrung. Okay, der baut. Ah, er kommt schon der erste zum Graben. Ja, komm, Schlag, schaffst schon. Drucker, fein gemacht. Bevor du weiter buddelst, können wir dann hier nämlich die Leiter. Ah, ne, können wir noch nicht. Da muss er erst tiefer gegraben haben, weil die Leiter hat ja 2 Blöcke, also muss mindestens ein Loch da sein. Oh, 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 oh. Das sieht ganz schlecht aus. Und hier kann ich auch keine... kann ich keine Leiter bauen. Oh, ein Mist auch. Oder kann ich hier Leiter bauen? Halt. Da verlieren wir gleich den Zwerg, aber den kriege ich auch nicht gesichert. Weil da ist genau hier das Ding im Wege. Und kann ich das versetzen? Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier so Quest-Items versetzen kann. Wie kommen wir da günstigsten ran? Da müssen wir ein bisschen was überlegen. Ich denke mal, erstmal müssen wir das Lämpchen versetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal hier. Bloß diesmal ein bisschen anders.
So, gehen wir nach oben. Da gucken wir mal, wo wir so Daten haben. Hier. Den da. Den da. Und einen zweiten Soldaten. Der ist da. Den nehme ich auch mal mit. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier die rein teleportieren kann. So, dann klärt ihr die Sache mal auf. Ja, die sind Sechser. Das sollte knapp werden. Aber solange ich auf einen konzentriert, geht das. Weil der eine nimmt ja schon massiv ab. Wenn der umgefallen ist, geht's. Dann seid ihr nämlich 2 gegen 1. Lutz, kommt, Jungs, schafft das. Ja, der schwächelt doch schon. Er schwächelt doch schon ziemlich. Dummerweise wir auch. Okay, war unentschieden. Genau. Runter. Jetzt sind wir da ein bisschen in Sicherheit, weil da kommt nämlich keiner ran. Und wir können in Ruhe erstmal hier Leitern bauen, damit wir nach oben kommen. Unser Soldat, der geht nicht so gut. Sollten wir auf alle Fälle ein paar neue dazu rekrutieren. So, Könighammer, Soldaten bauen, buddeln, von denen haben wir im Endeffekt einen. Und noch ein neuer Jungzwerg. Den haben wir auch schon. Der sitzt hier bloß faul rum, die Ratte. So. Du machst ja einen auf Soldat. Mal gucken, wie es dem anderen Soldaten geht. Ich weiß gar nicht, ob die heilen. Aber trainieren tut auf jeden Fall. Wäre mal interessant zu wissen, wie man die heilen kann. Aber das erfahren wir nicht mehr heute, weil die Zeit ist mir schon wieder rum. Die ganze Woche ist ja ruckzuck vergangen. War ja spannend, haben ja eines geschafft und einiges gesehen. Jetzt haben wir unsere erste echte Mission. Und unser Freund, der trainiert langsam. Und ich hoffe mal, der wird dann langsam wieder gesund. Würde mich jedenfalls freuen, damit wir dann den restlichen Goblin da unten umhauen können und die Tafel aktivieren. So, aber das passiert alles nicht mehr heute, weil jetzt war es das für heute. Der hat wieder unsere Trainingspuppe gerade zerlegt. Aber okay, darum kümmern wir uns ein andermal. Jetzt kümmern wir uns um das hier. Herzlich willkommen auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard findet ihr den Google Plus Button, mit dem ihr in mein Google Plus Profil reinkommt. Das könnt ihr ganz schnell in eure Kreise aufnehmen. Des Weiteren hätten wir einen YouTube Button, mit dem kommt man nicht nur zum Kanal, sondern abonniert diesen auch gleich, falls man dies noch nicht getan hat. Solltet ihr auf jeden Fall da draufklicken. Also klickt nicht vergessen, Kanal abonnieren. Check, erledigt. So, die beiden QR-Codes. Der eine führt zu Facebook, da gibt es ein paar Infos mehr, da schreibe ich gerne mal ein bisschen sonstige Kommentare. Das gleiche gilt auch für Twitter. Lohnt sich jedes Mal, da ein bisschen vorbeizuschauen und gucken, was es da Neues gibt. Neues ist das jetzt zwar nicht mehr, was hier in dem Polaroid läuft, das ist nämlich Spore. Und zwar Let's Create Spore 36. Das ist die Folge vom letzten Sonntag, weil morgen ist ja wieder Wochenende. Da geht es weiter mit Let's Create Spore und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Nicht, dass ihr da was verpasst, was wir da so bauen und basteln. Also, da auf jeden Fall mal reinschauen, euch freuen. Ich hätte Bock dazu, euch da begrüßen zu können und eure Kommentare zu lesen. Also, ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.